Wer von euch liest denn gerne? Oh, das sind viele. Ich finde ihn voll cool. Richtiger Bücherschreiber. Ich habe auch mal ein Buch von ihm gekriegt. Das habe ich in einem Tag durchgelesen. Ich mag den Boris Pfeiffer. Heute spricht Boris Pfeiffer mit Kindern aus der Weddinger Vineta-Grundschule. Hallo miteinander, ich begrüße euch. 1, 2, 3. Locker, locker, 1, 2, 3, yeah, Was war das bitte? Das war das Gruppenlob. Und was ist das Gruppenlob? Also nur wenn es gut gemacht hat, dann machen wir das. Also wenn es Spaß macht. Wenn es Spaß macht, macht ihr das. Und wie oft macht ihr das so am Tag? Also 2-mal, also wenn wir gut sind, also im Unterricht. Und wer entscheidet das, ob ihr gut seid? Unsere Lehrerin entscheidet das. Also manchmal sagen wir, können wir auch das Gruppenlob machen, dann machen wir es. Ja. Das heißt, ihr macht das gerne zusammen. Und ihr habt ja schon erzählt, dass ihr früher nicht so wart. Und was hat sich in euren Herzen verändert, seit ihr so ein Team geworden seid? In der 3. Klasse hatten wir doch eine strenge Lehrerin. Und dann waren wir auch nicht so nett zu den Schülern, also zu unseren Klassenkameraden. Aber in der 4. und der 5. waren wir jetzt noch, also sind wir immer für uns da. Und es macht noch Spaß. Darum haben wir auch das Thema Team genannt. Ihr seid glücklich. Man sieht, ihr seid darüber glücklich. Was macht euch glücklich daran, ein Team zu sein? Weil wir immer für uns da sind, weil in der 3. Klasse waren wir nicht für uns da. Und jetzt in der 5. sind wir immer für uns da. Und das macht echt Spaß, immer zusammen zu spielen. Als wir diese Lehrerin hatten, hat sie auch manchmal geschrien und so. Aber bis wir 4. Klasse wurden, haben wir diese neue, nette Lehrerin bekommen. Ja, und dann hat sie uns Sachen so, dank ihr haben wir so Sachen gelernt und so. Zum Beispiel, dass wir ein Team sind. Wenn wir zusammenspielen, macht es auch Spaß und so. Und dann, bis wir jetzt wieder 5. Klasse geworden sind, war es dann immer besser, besser und besser. Dann spielen wir zusammen, so wir respektieren uns zusammen und ja, und ist egal, ob wir weiß sind oder schwarz oder welche Sprache, trotzdem, wir helfen uns gegenseitig. Jetzt sprecht ihr viel von eurer alten Lehrerin. Glaubt ihr denn, dass ihr so wart, nur wegen der Lehrerin? Es war nicht nur wegen der Lehrerin. Also in den Hofpausen haben wir uns auch manchmal gestritten und so. Ja, und wir haben uns zwar ein bisschen gegenseitig geholfen. Wir waren manchmal auch so, wenn jemand was haben wollte, so ein Bleistift oder so, dann denke ich mal, wir waren so geiz. Also wir wollten ihnen nicht helfen oder so. Ja, und das fanden wir nicht gut. Deswegen haben wir dann eine andere Lehrerin bekommen, Frau Schalk. Und ja, wir haben jetzt immer soziales Lernen und wir helfen uns immer gegenseitig. Wir hatten ja eine strenge Lehrerin und das war auch ein bisschen unsere Schuld und auch ihre Schuld, weil wenn man Sachen manchmal richtig anschreit, werden die Kinder auch dadurch ein bisschen strenger. Seit wir die 4. Klasse waren, haben wir Klassenrat erfunden. Und dann haben wir über unsere Probleme und so alles erzählt. Und da haben wir uns besser kennengelernt. Und jetzt sind wir also Freunde. Das heißt, ein Team zu werden, bedeutet, einander auch vertrauen zu lernen, weil man sich kennenlernt. Wer kann denn mal was über Vertrauen sagen? Ja? Früher konnte ich meine Klasse nicht so sehr vertrauen, wie ich sie jetzt vertraue. Weil ich vertraue die jetzt richtig. Weil wir haben richtig viel Streit in der 3. gehabt und jetzt verstehen wir uns richtig gut, seit wir Frau Schalk als Lehrerin bekommen haben. Weil früher unsere alte Lehrerin war auch richtig streng zu uns. Sie hat uns jeden Tag fast angeschrien. Frau Schalk streitet uns gar nicht an. Also sie ist auch richtig nett. Und
Dadurch sind wir auch ein Team geworden. Ihr macht ja ganz offenbar eine sehr wichtige Erfahrung, dass man nämlich von einem Menschen, der vertrauensvoll ist und der liebevoll ist und der einen ernst nimmt, etwas lernen kann. Nämlich in diesem Fall ein Team zu werden und Vertrauen geschenkt zu bekommen und dadurch auch selber das dann zu geben. Wie ist denn das, von einem Menschen zu lernen? Von einem Menschen, der einen gern hat, zu lernen? Wenn man etwas lernt, das ist schön, also damit kann man leben. Damit kann man leben und damit kann man besser leben? Ja, und damit lernst du auch immer besser Deutsch und so. Und später kannst du dann studieren, dann kannst du dir auswählen, welchen Beruf du willst. Das heißt, dass ihr ein Team werdet, dass ihr ein Team geworden seid, hat auch eine große Bedeutung für eure Zukunft im Leben. Was hat sich denn, könnt ihr das richtig so schon fühlen oder sehen, was ihr glaubt, was eure Zukunft dadurch was stärker sein wird? Wir sind jetzt viel, viel höflicher geworden, respektieren uns, beleidigen nicht mehr unsere Religion. Und sind auch sehr höflich zueinander. Dass wir was gelernt haben, ist sehr toll. Und wie glaubst du, was wird das für deine Zukunft bedeuten? Also das wird auch für meine Zukunft bedeuten, dass ich doch ein netter Mensch werde. Also es gibt auch manche Leute, sind wie immer, man stoßt sie an und schon sind sie am Schreien. Also ich hoffe, dass man nicht so eine Menschen wird. Meine Zukunft ist, dass ich Ärztin sein möchte. Und ich bin ja auch eine Konfliktlotsin. Also auch hier noch andere Kinder aus meiner Klasse. Und deswegen helfe ich auch in der Hofpause. Also Kinder, die runterfallen oder die einen Streit haben. Ja, und ja. Ärztin, das heißt, du hast einen Beruf, wo du anderen hilfst, so wie du jetzt als Konfliktlotsin auch anderen hilfst. Ich möchte euch ein kleines Stück vorlesen aus einem Buch, und zwar eine ganz kleine Szene aus dem Wilden Park. Hamlet spürte, wie der Geruch ringsum an Feindseligkeit zunahm. Aber ich komme aus dem Zoo, rief er schnell. Ich bin dort geboren und musste fliehen. Um ihn herum breitete sich verdutztes Schweigen aus. Dann rief der Pavian, aus dem Zoo! Noch nie ist ein Tier aus dem Zoo entkommen. Du bist ein Hund und willst uns verraten. Aber ihr seid doch das wilde Pack, rief Hamlet hastig. Ihr seid vor den Menschen geflüchtet und habt euch zusammengetan. Wer euch findet, der wird von euch aufgenommen und bekommt zu essen und zu trinken und einen sicheren Unterschlupf. Der Pavian kreischte. Rings um ihn brachen einige Tiere in wildes Gelächter aus. Hamlet erkannte eine Schildkröte, einen tintenblauen Frosch und sogar ein Tier, das er gar nicht kannte. Hier lebten große und kleine Tiere mit Fell, mit Schuppen, mit Panzern und mit Federn, schnelle und langsame, gefährlich und harmlos aussehende. Habt ihr das gehört? Wir sind doch kein Hotel. Der hat hier nichts zu suchen. Karamba, quakte der blaue Frosch und hüpfte davon. Diese Tiere, auf die Hamlet dort in dem Moment trifft, sind ja offenbar kein Team. Und er kommt dann neu an. Was würdet ihr denn jetzt Hamlet raten oder den Tieren raten, was sie in diesem Moment machen könnten? Also ich hätte geraten, dass Hamlet und die Tiere sich also kennenlernen sollten und dass sie sich also näher kennenlernen sollten und dass sie auch mal in Ruhe reden könnten und dass dann also kein großes Drama draus sein könnte und dann könnten sie sich ja auch gut verstehen und dann könnten sie ja auch ein Team werden sein. Das finde ich sehr schön, was du sagst. Sie sollen also sich verbessern, wie wir jetzt in der dritten Klasse waren, sind die jetzt auch so. Und die sollen sich jetzt so verbessern wie in der vierten oder fünften. Wer hätte denn noch einen Tipp für die Tiere, was sie da anders machen könnten? Ja. So, und ich würde gerne dich dran nehmen. Ich hätte Hamlet vorgeschlagen, eine Klassenfahrt zu machen. Und Hamlet eine, also dass die mit den Tieren nochmal redet, weil sein Freund Barnabas wurde ja
der Zoodirektor, seine Tochter will jetzt den Fell von Barnabas. Und ich hätte ganz ehrlich mit den Tieren nochmal geredet und hätte auch erklärt, wie es anfühlt, wenn ein Freund, wenn man merkt, dass ein Freund in Gefahr ist. Und weil Barnabas auch ihnen auch geholfen hat, da rauszugehen, weil Hamlet ist für das Wilde Pack eine sehr große Bedeutung. Weil er hat immer von Barnabas gehört, die Geschichten, und er liebt diese Geschichten. Und ich hätte mit den Tieren nochmal geredet, dass die ihnen jetzt helfen sollen, weil Barnabas ist sein bester Freund. Ja, vielen Dank. Ich möchte euch noch ein kleines Stück hier vorlesen aus einem Buch, das ist auch ein tolles Buch. Das ist die Kurzhosengang. Das erzählt von einigen Kindern aus Kanada. Und die, das sind vier Jungs, die werden auch ein Team. Wir hatten Sportunterricht. Draußen schneite und stürmte es, während wir durch die Turnhalle liefen und einem Basketball hinterherjagten. Basketball ist in Kanada so beliebt wie Turmspringen in der Sahara. Wir lieben Eishockey. Wir wachen am Morgen auf und denken an Eishockey. Wir schlafen am Abend ein und träumen von Pucks. Ich kenne keinen Jungen, der Eishockey nicht mag. Ich kenne eine Menge Jungs, die Basketball bescheuert finden. Eine ganze Turnhalle voll. Und sie hassen also Basketball und sie sind dann in der Sporthalle und müssen also miteinander Basketball spielen und spielen natürlich kein Eishockey. Und dann passiert Folgendes. Mit einem Schlag ging das Licht aus und es war stockduster in der Turnhalle. Stockduster und unheimlich still. In dieser Stille bekamen wir das erste Mal mit, was für ein Sturm da draußen tobte. Ich meine, wir befanden uns ja einige Meter unter der Schule. Dennoch hörten wir, wie der Sturm über das Land fegte. Das Tosen drang durch die Lüftung herein. Es klang wie ein Drachen, der sein Maul gegen die Wände der Schule drückte und laut fauchte. »Oh mein Gott, wir werden erfrieren«, sagte eines der Mädchen. »Ich gehe jetzt«, sagte ich, »mir reicht's.« Alle sahen mich an. »Ich gehe auch«, sagte Snickers und stellte sich zu mir. Auch Island kam an meine Seite. Meine Freunde wussten, was für ein Grusel ich vor der Dunkelheit hatte. »Hey, Zement«, sagte Snickers. »Was'n? Komm mal rüber«, Zement kam rüber. »Wir gehen jetzt hoch«, sagte Snickers. »Ist schon Pause?«, fragte Zement. »Aber ihr werdet erfrieren«, sagte die Sportlehrerin und wollte uns aufhalten. Aber sie lassen sich nicht aufhalten, weil der eine von ihnen im Dunkeln solche Angst hat in dieser dunklen Turnhalle, halten seine anderen drei Freunde zu ihm und dann gehen die drei in Sportsachen raus aus dieser Turnhalle, weil er sich dort so fürchtet, und sehen, dass oben der Orkan, der Sturm, die ganze Schule vernichtet hat. Und jetzt machen die vier allein in kurzen Sporthosen sich auf den Weg, um in Sicherheit irgendwo zu gelangen. Und das schaffen sie auch. Und deswegen werden sie dann die Kurzhosengang von da an genannt. Warum habe ich euch diese Geschichte vorgelesen? Was ist da vielleicht ähnlich wie bei euch? Dass die vier Jungs ein Team geworden sind. Und weil wir auch ein Team geworden sind. Und dass die immer zusammenhalten. Und in was für einer Situation sind sie ein Team geworden? Wie war ihre Ausgangslage? Das war ja so, dass die ja Basketball gehasst haben. Also ich liebe Basketball. Und wir genauso waren, also dass wir manche Sachen hassen und so. Und aber dann wollten sie ja rausgehen. Und das war ja so wie ein Team, um dass die sich in Sicherheit bringen. Und wir sind jetzt auch allgemein ein Team und dadurch sind die auch ein Team geworden. Sie wollten sich in Sicherheit bringen, genau. Es gibt noch einige Bücher zu diesem Thema und ich habe hier noch zwei, drei, die ich euch einfach mal kurz zeigen kann. Hier gibt es ein Buch, das heißt Der unvergessene Mantel. Da kommt ein, ja, der unvergessene Mantel. Und da kommt ein Junge in eine Klasse neu, der kommt aus der Mongolei und der trägt immer einen dicken Pelzmantel, egal wie warm und wie kalt es ist. Und der passt immer auf seinen kleinen Bruder auf. Und der nimmt seinen kleinen Bruder mit in seine eigene Klasse, obwohl der eigentlich zu jung ist. Und kämpft richtig dafür, dass er auf ihn aufpassen darf.
Und das macht ein Mädchen in der Klasse so neugierig auf diesen Jungen, dass sie gerne sich mit dem befreunden will, weil sie plötzlich Fragen in sich entdeckt, die sie gerne ihn fragen will, weil der von Adlern spricht zum Beispiel. Und sie hat noch nie einen Adler gesehen. Und so, du auch nicht. Und so entsteht eine Freundschaft. Und hier gibt es ein Buch, das finde ich auch sehr schön. Das heißt, ein Schaf fürs Leben. Da kommt ein Wolf an und er hat Hunger und er geht in den Schafsstall und er will das Schaf sich eigentlich nehmen, um es zu reißen und aufzufressen. Aber das Schaf, das quatscht die ganze Zeit. Und das redet so laut, dass der Wolf genervt ist und denkt, wenn es hier immer weiter redet, dann kann ich das unmöglich hier in Ruhe fressen. Ich muss es weglocken. Und darum erzählt er dem Schaf, er würde jetzt mal gerne mit ihm Schlitten fahren gehen und denkt dann schön weit weg, wenn das irgendwo auf dem See, wo keiner mehr ist, wo das Wasser gefroren ist, da werde ich es dann in Ruhe auffressen. Und das Schaf ist so lustig die ganze Zeit und bringt den Wolf dauernd mit seinen vielen Fragen und tollen Ideen zum Lachen, dass der Wolf irgendwann denkt, das ist aber ein nettes Schaf. Und dann sind sie am Eis, am See und dann sagt der Wolf, jetzt habe ich aber Hunger. Und das Schaf sagt, ja, aber hier gibt es ja gar keine Nüsse und es wachsen auch keine Gräser im Winter. Und der Wolf sagt, ja, aber eine Sache gibt es hier zu fressen und guckt das Schaf mit großen Augen an. Und da sagt das Schaf, ja, ich weiß, die Fische unten unter dem Eis, wir müssen jetzt zusammen ein Loch ins Eis hacken. Und die Idee findet der Wolf cool und fängt an, mit dem Schaf ein Loch ins Eis zu hacken. Und so werden sie langsam immer mehr ein Team, weil sie Gefallen finden am Geist des anderen. Hier gibt es noch ein Buch. Auch dort geht es um ein Team. Ja, das kann ich euch für die Schule besorgen. Das ist die Akademie der Abenteuer. Und dort kommt ein Junge hin, der die letzten Jahre sehr, sehr alleine war, weil seine Eltern sich getrennt haben. Und der dann an dieser Akademie zum ersten Mal seit langer Zeit Freunde findet. Und die werden auch ein Team, so ein bisschen so, wie ihr es erzählt habt, weil es um sie herum ein paar Leute gibt, die ihnen nicht so richtig Gutes wollen. Manche wollen ihnen Gutes. Es gibt tolle Lehrer, die auch diesen Kindern zeigen, wie man zusammenhält. Aber es gibt auch ein paar Schüler drumherum, die bösartig sind und die sie angreifen. Und daher haben wir auch diese Mischung, genau wie ihr sie erzählt, von manchen Leuten, die einen lehren, wie toll es ist, zusammenzuhalten, und von anderen, die versuchen, einen auseinanderzutreiben und die Gruppe zu zerreißen. Die Bücher findet ihr alle in den Bibliotheken der Stadt. Es gibt sie in jeder Bibliothek in Berlin. Wer von euch liest denn gerne? Oh, das sind ja wunderbar viele. Ich danke euch. Das hat Spaß gemacht, miteinander zu reden. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.